Heyo und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt-Positionsvideo. Ich kann nicht mehr reden. Wir befinden uns in der 30. Woche des Schwarzmarktes, beziehungsweise in der Woche, die vom 28.10. bis zum 4.10. geht. Wir sind auf dem Planeten Eden 6, auf der Zone Jacobs Anwesen. Ich wollte gerade Jacobs Estate sagen, wäre nicht falsch gewesen, wäre aber der englische Name gewesen. My bad. Und wir müssen hier hin. Ihr seht hier so da, zu diesem Zipfelchen, da drunter müssen wir hin. Ist, wenn ihr in diese Zone rennt, das erste große Haus. Ich zeige euch natürlich trotzdem den Weg und rede währenddessen darüber, was es diese Woche gibt. Hoppala. Nach letzter Woche muss ich sagen, es konnte eigentlich nur eine Enttäuschung kommen. Die Enttäuschung ist relativ groß, klein, mittel, würde ich sagen. Also meine Woche ist es definitiv nicht. Das Einzige, was ich absolut fühle, ist, hier habt ihr das erste große Haus, was ich meinte, dass die erste große Sache, die ihr habt, oder beziehungsweise die schöne Sache, die ihr habt, ist, die Doom-Shotgun ist dabei. Warte, ich kleb mal kurz die Gegner, denn das war ja sehr smart von mir, volle Möhre aufs Schild zu schießen. Hi. Guten Tag. Das ist immer so. Jetzt bin ich hier reingegangen, wollte ich auch wieder nicht. Also ich bin einfach so ein Brett. Ich habe dieses Spiel so lange nicht mehr gespielt und ich Fettfinger gerade auch mehr so. Ich muss sagen, letzte Woche, wie gesagt, da war die Woche ja geil, die habe ich etwas gefarmt, wirklich gezockt habe ich das Spiel auch schon länger nicht mehr, was irgendwo schade ist. Kannst du mal die Fresse halten, kann ich hier jetzt mal Granaten bekommen, eieiei, geht mir da gerade auf den Sack. So, so, meine Fresse, schlimm. Hier sind wir, hi! So, wir haben einmal die Creeping Death Shotgun. Eine Shotgun, die ich sagen muss, die okay ist, nicht definitiv mein Favorite. Dann haben wir einmal den Speedloading Hellwalker, beziehungsweise generell die Hellwalker. Einfach nur fürs Easter Egg. Kann ich euch nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es kommt, wenn man sie kauft. Wir können es mal kurz gucken. Es kommt auf jeden Fall, wenn man sie aufnimmt. Deswegen. Okay, es kommt nicht. Dann machen wir das gleich einmal kurz. Und einmal die Firestorm Grenade. Okay, Granate. Muss man aber nicht wirklich drauf nehmen. So, und das, was ich eigentlich haben wollte, ist... wir schmeißen die Sachen hier raus. Cool. Wir schmeißen sie raus und wir nehmen sie natürlich einmal auf. Einfach für die fucking Doom-Musik. Einfach deswegen ist das Gerät legendär. Und natürlich in einigen Shotgun-Builds wirklich sehr stark. Kann ich wirklich nur empfehlen lassen. So, komm, wir können sie aber wirklich hinschmeißen und da liegen lassen. Bist du jetzt eine richtige? Weg mit dir. Dementsprechend kann ich sie euch nur empfehlen. Einfach fürs Gimmick. Kauft sie euch, schmeißt sie einfach auf den Boden, nimmt sie danach auf. Ist einfach geil. Ich mag sowas, ich fühle sowas. Also nochmal, wir sind Eden 6, Jacobs Estate. Scheiße, schon wieder Jacobs Anwesen. Und wir müssen zu diesem ersten kleinen Zipfelchen, was hier ist, beziehungsweise zum ersten großen Haus, wenn ihr von hier kommt. Das ist wirklich das erste große Haus. Was ihr sehen werdet, wenn ihr von hinten kommt, guckt, die anderen sind alle so klein und das ist jetzt, zähle ich nicht als ein Haus, ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Und dann habt ihr hier die Maschine. Beute, scheiße, da drüben. Das ist meine Beute. Da drüben. Denkt bitte dran, wenn ihr mit der Maschine interagiert habt, braucht ihr ungefähr eine halbe Stunde, bis die Maschine wieder da ist, wenn ihr sie farmen wollt. Macht in der Zeit was anderes. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen, auch wenn ich nicht reden kann. Haut da rein.